Jetzt gehen wir rein. News von ApoReds, Insolvenzverwalter, Gerichtsupdate 2.0. Wir gehen rein. ApoReds, Insolvenzverwalter, hat sich hier gemeldet. Und mein Name ist Christian Solmecke, Rechtsanwalt bei Wildeberg und Solmecke. Und heute schauen wir uns an, wie Karina Pusch hier über ApoReds referiert. Es gibt News aus dem Insolvenzverwalterhause. Wir schauen rein. Viel Spaß. Dankeschön. Wie schon angekündigt, habe ich mal wieder Post bekommen. Wegen dem allerechten Monopoly-Milliardär ApoRed. Der Digga. Eigentlich Spooky Mokey ist, aber gerade in Dubi chillt und einen auf heftigen Rich Main Character macht, so auf süß angelehnt. Starke Sprache, woher? What the fuck, ich habe mir eindeutig viel zu viele ApoRed-Videos in den letzten 3 Jahren reingezogen. Ich brauche Hilfe, Mann. Wie die meisten von euch mitgekriegt haben werden, habe ich den Gerichtsprozess gegen ApoRed gewonnen. Und das war sehr überraschend, weil die Beweislast war absolut eindeutig und ApoReds Verteidigung war, glaube ich, er selbst. Dementsprechend muss er auch die Kosten des Gerichts und die meines Anwalts tragen. Unser heftiger Main-Character ist allerdings gar nicht heftig Rich, sondern heftig Brokey Mokey und... Das ist überraschend, Freunde. Das hätte niemand für möglich gehalten. Insolvent. Er kann seine Schulden weder dem Gericht noch mir zahlen. Er kann noch nicht mal seine eigenen Kosten übernehmen. Ja, aber deshalb chillt er in Dubi-Mubi, weil er nicht dumm und Brokey-Mokey ist, weil er in Dubi-Mubi Geld in verschiedenen W-Währungen angelegt hat, so türkische Lira zum Beispiel. Nachdem ich ja letztens schon 200 Euro für den allerinsolventesten Hasen zahlen durfte, weil er diese 200 Euro nicht in einem seiner Geldkoffer auftreiben konnte, darf ich jetzt nochmal 1000 Euro drauf zahlen. Und das schauen wir uns auch noch an. Wahrscheinlich werden da noch mehr solcher Briefe kommen. What the fuck? Ich sehe mich bald schon den Unterhalt seiner Kinder zahlen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das denn bitte sein kann, da ich ja das Gerichtsverfahren in allen Punkten gewonnen habe und wie es wirklich um das Vermögen von ApoRed steht, schauen wir uns jetzt mal an. Starkes Video, Carina. W's in den Chat für die Frau. Wer mir bei Instagram folgt, solltet ihr by the way machen, da gibt's heftigen Content. Alle sagen das. Außerdem habe ich schon 3, 4, 5.000 Postings vorproduziert. Die kommen richtig gefährlich. Junge, ich habe so einen Schaden davon getragen. Das ist jetzt unfassbar. Ich müsste eigentlich Schmerzensgeld kriegen für diese Scheiße, die ich mir reinziehen musste ständig. Auf jeden Fall hatte ich in meiner Insta-Story dort schon erzählt, dass ich als Klägerin tatsächlich als zweites haftbar bin. Für die entstehenden Kosten sollte der Erstschuldner, in dem Fall ApoRed, nicht für die Kosten aufkommen können. Das ist so geisteskrank. Das ist das deutsche Rechtssystem, ist so dumm. Das heißt, wenn derjenige, den du anzeigst, gegen den gewinnst du, dann musst du es trotzdem selber zahlen, wenn der Typ einfach nach Dubi-Mubi steppt und von da aus seine Psychosen weiterverbreitet. Das ist crazy, Mann. Ich meine, zieht euch das mal rein. So, ich habe mir jahrelang einen Gerichtsprozess gegeben. Es war super stressig. Im Internet wurde ich nur beleidigt. Ich habe tausende von Euros aus eigener Tasche gezahlt, die ich nicht zurückkriege. Habe diesen ganzen Prozess aber gewonnen. Und jetzt muss ich als Gewinnerin des Prozesses sogar noch für die Schulden des Täters ich bin aufkommen. Mein Lieber. Danke für 13 Monate. Kuss. Denn hätte ich ihn nicht angezeigt, dann hätten Leute im Gericht ja nicht arbeiten müssen und dementsprechend trage ich eine Mitschuld bei der Entstehung der Kosten. Und nee, das ist ja klar, weil letztendlich bist du ja auch daran schuld eigentlich, dass ein Krimineller tatsächlich dann auch für seine Machenschaften zur Rechenschaft gezogen wird, weil ohne dich wäre das ja gar nicht aufgedeckt worden. Ergo bist du genauso kriminell und musst dann auch die Kosten anteilig tragen. Das macht Sinn. Weil er nicht zahlen kann, weil er so rich mit Future Money Shit. Ja, er hat halt leider nur Dirham. Er hat leider nur Dirham und Lira. Deshalb kann er nicht bezahlen. In Euro ist doch klar. Er kann den Devisenwechselkurs einfach nicht akzeptieren momentan. Er wartet bis Parität, weil er nicht dumm ist, weil er ein Adam ist. Monopoly Money nur ist, aber nicht mit echtem Geld. Muss ich jetzt dafür aufkommen. Hauptsache, ich habe gerade Post vom Landgericht Köln aufgemacht und muss jetzt schon wieder Geld zahlen wegen ApoRed. Es ist unfassbar. Hier steht einfach drin, der Kostenschuldner Ahmad Nadim Ahadi, also ApoRed, befindet sich in Insolvenz. Der Rechnungsbetrag war von Ahadi... Ja, aber er ist ja nur insolvent in Deutschland und nicht in Dubai. Ich weiß gar nicht, ob es in Dubai Insolvenz gibt oder man einfach, wenn man kein Geld hat, direkt ins Gefängnis kommt. Ahmad Nadim. Warum hat sie ihn angezeigt? Wegen sexueller Belästigung. Eingefordert, konnte jedoch nicht beigetrieben werden, da sie für diesen Betrag
Betrag als Zweitschuldner haften, haben sie ihn jetzt zu zahlen. Ja, geil, lieben wir doch. Weil der sich nicht benehmen kann und insolvent ist. Und noch nicht mal 200 Euro zahlen kann. Es ist unfassbar. Ja, man hat nur... In Dubai ist der anderer Charakter, er ist anderer Skin. Und Geld, genau. Nee, man muss ständig zahlen, selbst wenn man gewinnt. Das ist nervig einfach nur. Tja, und weil der Main-Character gerade in einem kleinen Spin-off-Arc namens Privatinsolvenz unterwegs ist, bleibe ich nicht nur auf meinen eigenen der Insolvenz-Arc sitzen, obwohl ich in allen Punkten recht bekommen habe, sondern darf quasi noch draufzahlen. Lil Bro hat einfach legit seine IP gechanged und denkt, der kommt damit davon. Ist doch crazy, Mann. Hilft bei sowas die Rechtsschutzversicherung? I guess, wenn man sich gegen den spezifischen Case abgesichert hat, ja, maybe. Weil er den Insi-Modus aktiviert hat und jetzt Deutschland meidet, wie Influencer ihre Reichweitenverantwortung. Ich weiß, diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Ich hafte also quasi für seine Inkompetenz. IRL VPN, no joke. Christian Solmecke hatte dazu übrigens auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne. Dort hat er nämlich meine Insta-Story nochmal aufgegriffen und das noch ein bisschen genauer analysiert und erklärt. Weil ich ja aber den Prozess als solches gewonnen habe, habe ich vom Gericht einen 30-jährigen Titel zum Vollstrecken bekommen und bin als Gläubigerin eingetragen in seiner Insolvenz. Demnach bin ich in Kontakt mit... Jetzt kann sie im Insolvenzregister nachvollziehen, an welcher Stelle sie steht und wie viel der überhaupt vollstreckbarer Titel ist. Okay, crazy. Mit seinen Insolvenzverwaltern. Interessant. Und kriege Einsicht und Infos über seine finanzielle Situation. Mhm. Und ich sag mal so, sieht scheiße aus, ne? Ja, in Deutschland sieht scheiße aus. Okay, der Main-Character hat sein Geld in Dubi-Mubi. Versteht es doch bitte endlich. Und nein, er meldet sich natürlich nicht auf mein Angebot zurück, weil er natürlich nicht möchte, dass ich sehe, wie reich er ist, damit ich mich schlecht fühle. Versteht es doch mal. Unter Uprets Video steht 400 Mal das Kommentar, Revi hat's angeboten. Ich komme auf meine Kosten nach Dubai mit einem Security und vielleicht einer Diplompsychologin und ich gehe hin und schaue mir das gemeinsam an, wie viel Geld der Mann wirklich hat. Aber es kommt natürlich keine Antwort. Warum? Damit ich mich nicht schlecht fühle, weil ich bin ja sehr viel ärmer als ich bin ja so ein Streamer-Go. Und dementsprechend macht er das nur, damit ich mich nicht schlecht fühle, was ich sehr nett von ihm finde, wirklich. Nachdem er in seinen letzten Videos mal wieder mit seinen Millionen Flex, diesmal in Geldkoffern gestapelt, habe ich einfach mal wie ein cleaner deutscher Brogy seinen Insolvenzverwalter wieder angerufen. Den lieben so, Herrn Montag, mit dem bin ich ja jetzt schon öfters in Kontakt gewesen. Wir haben öfters über die ganze Situation schon gesprochen. Die sehen die Videos. Hier steht's, Chat. 3000 Likes. Revi sein Angebot stehen. Ein Tag mit ApoRed in Dubai. Wenn du eierst, nimmst du das Angebot an. Aber warum sollte er? Er kann ja da nur verlieren. Aber trotzdem gibt es halt delusional Leute, die ihn verteidigen. Digga, das ist halt so crazy. Ich habe da eben noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Natürlich würde es immer wieder Leute geben, die halt 14 sind und sagen, nein, der hat Geld und der hat alles gefickt. Der hat Geld und hat alles gefickt. Der macht das nur, weil er krass ist. Ich habe aber auch früher gedacht, dass jeder Gangster-Rapper wirklich Gangster ist. Ich war halt 14 so. Ich kann es euch nicht mal verübeln. Und wie lustig das ist, als Insolvenzverwalter solche Videos zu sehen, während man ja verzweifelt versucht, alle Gläubiger glücklich zu machen und die ganze Situation zu regeln. Das könnt ihr euch ja selber mal fragen. Ich habe dann jedenfalls mit Herrn Montag auch darüber gesprochen. Auf TikTok verteidigen gruselig viele Leute. Ernst. Wie das Ganze jetzt in der Öffentlichkeit weitergehen soll. Denn ganz ehrlich, das Verhalten von Red lässt halt jedes Mal Gläubiger, Peter, ich check auch nicht, auch mich, dumm dastehen, wenn er auf der einen Seite halt... No joke, da sitzen Leute in Deutschland, die warten auf ihr Geld, unter anderem auch Gerichte und Kommunen und öffentliche Gläubiger und Versicherungen wie die AOK und sowas. Und der Typ sitzt in Dubi-Mubi und macht einen auf Multi-Multi. Digga, das ist so erbärmlich, Alter. Holy shit. Und, mit seinem Rich Money Future Geld flext und ja, ich davon berichte, dass er nicht mal 200 Euro zahlen kann. Das Ganze spült dann wieder Leute in meine DMs, die sagen, ich denke mir das alles nur aus. Ja, die Gerichtsschreiben sind alle ausgedacht, natürlich, klar. Ich will nur seinen Fame und sein Geld und so weiter. Ja, die Leute gibt's immer noch. What? Ich bin 14, alle in meiner Klasse glauben, er ist Real Rap reich und ich kann mir nur in den Kopf reichen. Ja, wie kann das sein? Digga, wie können die Leute so verblendet sein? Ich habe das damals schon gesagt. Ich würde es schaffen, mit 5000 Euro in Dubai auszusehen innerhalb von 2 Tagen wie ein Milliardär. Ihr würdet nicht den Unterschied zwischen mir und Elon Musk erkennen. Mit ein bisschen Geld kannst du in Dubai so unfassbar reich aussehen. Hell nah, du brauchst nicht mal irgendein Geld, wenn du da die Kontakte hast. UpRed hat nichts. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so leicht, eine Scheinwelt aufzubauen und Leute kaufen das ab. Und das Gefährliche dabei ist, dass irgendwelche Leute dumm genug sein werden, wenn er wieder irgendwelche zwielichten Finanzprodukte oder sowas rausbringt. Dann fallen sie darauf rein, werden gescammt und greifen sich am Ende an den Kopf und sagen, da, die da oben. Das kann doch nicht sein. No joke. What the fuck? Aber ja. So. Wieso ist der, warum ist der gebannt? Entbannt den, los. Aber wie geht es jetzt weiter? Denn
sowohl die Insolvenzverwalter als auch die Gläubiger, dementsprechend auch ich, wissen ja, dass er kein Geld hat. Und auch ein ApoRed weiß das. Er hat das nämlich selbst vor seinem Insolvenzverwalter bestätigt. Alles, was er in seinen Videos macht, zeigt und sagt, ist nicht mehr als eine Rolle, die er spielt. Herr Montag crazy. Hat mir das Ganze nach unserem Telefonat auch nochmal schriftlich bestätigt und ich... Lil Broad, Monopoly Höhenflug, oh Gott, wie stark ist das mittlerweile? Darf das Ganze auch öffnen. Ich warte immer noch auf seine Antwort. Bro, ApoRed, melde dich bei mir, wir klären das alles auf. Vielleicht hat er sogar Angst, dass ich ihn einfach mit nach Deutschland nehme und dann kommt hier das große böse Erwachen. Hallo Frau Kusch, gerne bestätige ich Ihnen als Insolvenzverwalter, dass mir gegenüber Herr Nadim Ahadi angegeben hat, dass die von ihm in seinen YouTube-Videos gemachten Angaben zu seinem Vermögensverhältnissen ausschließlich Unterhaltungszwecken dienen. Es steht hier schwarz auf weiß. ApoRed hat selber seinem Insolvenzverwalter gesagt, das ist nicht ernst gemeint, das ist nur Unterhaltung, ich mache das nur, um flexen zu können. Es steht hier schwarz auf weiß. Jetzt sind da draußen immer noch Leute, die sagen, na, Lil Bro talked real talk. Es gibt immer noch Menschen, die for real denken, dass ApoRed wirklich Geld hat. Das kann ich mir nicht erklären und es ist unter Eid ausgesagt worden, dass das von ihm alles nur Kunstfigur ist. Und trotzdem gibt es Leute, die denken, ApoRed hat Kohle weg. Ich verstehe es nicht, Digga. Und diese im Rahmen der von ihm in Anspruch genommenen Kunst... Leute, die denken, ApoRed hat Geld, glauben auch das. Was ist das hier von Chef Strobel schon wieder für eine Scheiße? Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Oh, na, bitte nicht. Was soll das? Max, ich möchte Ihnen ein Spiel empfehlen, in dessen Entwicklung ich persönlich mein Geld investiert habe. Das ist die Hype-App 2.0. Macht's nichts. Freiheit, kein Wahrheitsgehalt beizumessen sei. Ob diese Angaben wiederum der Wahrheit entspricht, bedarf weiterer, gegebenenfalls gerichtlicher Aufklärungsmaßnahmen. Das Ding ist halt, wenn er in Deutschland einreist, dann wird das doch ein Ende finden, diese ganze Saga. Das Ganze muss unser Main-Character Hase übrigens auch... Digga, Tupano, deine erste Nachricht hier im Chat ist, Revi, kannst du dich auf mein Gesicht setzen? Deine zweite ist, will er in deinem Stuhl riechen. Was ist mit dieser Community? Aufhören. ...noch in einer eidesstattlichen Versicherung unterschreiben. Ansonsten könnte das Ganze nämlich rechtlich etwas schwierig werden. Vielleicht mag Solmecke dazu ja auch nochmal ein Video machen. Also halten wir fest, alles was er in seinen Videos erzählt, ist einfach nur eine Rolle, die er bewusst so spielt. ApoRed ist vielleicht Multimilliardär, aber Nadim Ahadi ist insolvent und hat kein Geld. Nicht. Na, Digga, er ist so dissoziiert mittlerweile von ihm selber. Er denkt, er ist nur noch ApoRed und nicht mehr Nadim. Er denkt nur noch, er ist ApoRed. Versteht ihr, was ich meine? Das ist schwere dissoziative Persönlichkeitsstörung. Mal 200 in-game. 100 Euro kann er bezahlen. Also, ja, schlecht für mich, ne? Ich würde es mir auch anders wünschen, sagen wir mal so. So, und jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Gibt es da draußen wirklich noch irgendwen Intelligentes, der wirklich denkt, das Ganze wäre mehr als nur Reaction-Bait? For real, ich glaube, das ist es halt. Er will einfach nur Reactions baiten, um damit ein bisschen Kohle zu machen und gucken, dass er damit irgendwie ein bisschen Geld verdient, damit er das abbezahlen kann. Also müssen wir uns doch alle einfach mal fragen, warum geben wir ApoRed immer noch diese Aufmerksamkeit? Wenn sowohl wir alle und immerhin die meisten... Weil es fucking big Content ist, weil jedes Video, was ich darauf reagiere, fucking 80.000 Views macht und mir schmeckt, deshalb... Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, dass das im Grunde alles nur Trash-TV mit unregelmäßigem Upload ist. Was ist das hier? Und bevor wieder irgendwer meint, Carina weiß wohl nicht, wie Social Media funktioniert. Natürlich ist mir der Hintergrund des Kapitalismus bewusst. Clickbait, polarisieren, schnelles Geld für funny Content. Ey, mir sind die Hintergründe des Systems absolut bewusst. Und genau deswegen kritisiere ich es, ja, Mann. Ich check, aber Carina, auf der anderen Seite, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt in den Stream setzen und aufwendigen Content selber gestalten? Soll ich mich jetzt hinsetzen und mir Gedanken machen? Natürlich nicht. Ich setze mich einfach hin, quatsch meine Scheiße, beleidige ApoRed eine halbe Stunde durch, mach damit 500 Euro und gehe offline. Ja, ich bin ja nicht dumm. Ich glaube, es ist halt der falsche Weg zu sagen, ja, aber das ist halt so. Kannst du nichts machen. Und nee, ich stehe dazu. Keine Sorge, ich bin keine Delulu-Alte, die sich denkt, oh, ich mache jetzt ein, zwei Videos und dann wird sich die Welt und das System einfach so verändern. Natürlich nicht, das wird offensichtlich
nicht passieren, dass sich das System von heute auf morgen verändert. Das ist absolut klar. Aber Veränderung beginnt im Kleinen und ist unfassbar wichtig anzustoßen. Kommen wir zum heutigen Werbepartner und zwar Incogni. Na Spaß. Gerade wenn es um Veränderung in der Gesellschaft geht, dauert es nun mal einfach sehr lange. Daher ist es einfach wichtig. Nein, for real. Sie talkt hier schon Real Talk. Sie macht hier schon einen aggressiven Real Talk und sie hat absolut recht damit, dass man eigentlich, das sagen ja auch alle Leute, nicht drauf reagieren sollte. Das Ding ist halt, jetzt muss ich ganz, ganz ehrlich sein, aus der Perspektive eines Streamers und YouTubers, ich mache mich halt wirklich sehr gerne darüber lustig, ob es jetzt öffentlich oder privat ist. Es ist halt so ein Ding, es macht jeder, ergo fahre ich den Train mit. So denken aber alle und dementsprechend wird das wahrscheinlich auch nicht aufhören. Probleme zu benennen, Sachen zu kritisieren und zu hoffen, dass es zumindest im Mini-Kleinen etwas Veränderungen gibt. Ich meine, schauen wir uns die Videos von UpRed doch mal an. Das ist im Grunde alles Ragebait. Ob es jetzt die fehlenden Gardinen sind, die Absurdität, der Müll. Oh, kein Thumbnail von mir. Container. Oh, scheiße. So. Nein. Container, Location oder offensichtlich. Moralisch wäre es richtig, nicht zu reagieren. Ja, vielleicht lassen wir es einfach sein, oder? Fehler in den Videos, die nur dazu einladen, exposed und durchreagiert zu werden. Und selbst wenn es kein Kalkül wäre, ja, was es offensichtlich ist, spätestens jetzt wisst ihr es, selbst dann nein, das war mir von Anfang an bewusst und sie hat absolut recht damit, auf jeden Fall. Der Effekt ja immer der gleiche. ApoRed bleibt weiterhin im Gespräch, im Trend, alle reagieren drauf. Und auf der anderen Seite könnte er eventuell mit den Videos genug Geld erwirtschaften, um eventuell auch dir dein Geld zurückzuzahlen. Oder? Nein? Seine Taten werden mit jedem Video und jedem funny Satz und Video immer weiter verwässert. Nee, das möchte ich damit, also das sehe ich nach wie vor, also zumindest bei meinen Reactions würde ich sagen, man darf halt nicht relativieren, dass der Typ ein sexuell übergriffiger Scammer ist, der einfach Steuerhinterziehung begeht und Leute auf ihrer Kohle sitzen lässt. Das darf man absolut nicht relativieren und verwässern. Und ich checke aber den Punkt, weil es wird immer mehr gememt und haha, mimi, ich bin der Main-Character und so. Da hat sie straight up absolut recht. No joke. Das hat man ja zum Beispiel auch wieder gut gesehen, als jetzt im Dezember mein gewonnener Gerichtsprozess gegen UpRed aufgelöst wurde und etliche Leute einfach gar nicht mehr wussten, womit das ganze Drama überhaupt angefangen hat. Nämlich mit der Belästigung und vor allem dem absolut ekelhaften Victim-Blaming Silvi und mir gegenüber in der Öffentlichkeit. Allgemein ist die ganze Thematik sowieso von Übergriffigkeiten, Beleidigung und Gaslighting nur so übersät. Aber ein paar Mal Brokey-Mokey, Main-Character Bertie sagen und zack ist die Ernsthaftigkeit der ganzen Probleme. Ja, den Punkt sehe ich sehr. Hat sie absolut recht. True. Scheiß drauf. Diese ganze UpRed-Thematik ist voll nice, dass die, by the way, das hier macht, Gerichtsupdate gibt und selber und dann nochmal hier Kritik an uns allen übt. Finde ich absolut richtig. Eins der Worst-Case-Szenarios, die daraus resultieren können, wenn man in Belästigungsfällen nicht den Schutz der Betroffenen an erster Stelle stellt. Ich hatte mich ja bewusst in die Öffentlichkeit gestellt, um Silvi zu schützen und ihr in dieser ganzen schlimmen Situation zu helfen. Aber Silvi hat das für sich eben nicht entschieden und ihr wurde diese Entscheidung abgenommen. Und zwar, dass es mich persönlich einfach komplett emotional belastet hat. Mehr belastet hat, als es mir lieb ist. Und das Schlimme ist eigentlich gar nicht so der Case an sich, den ich schon schlimm genug fand, sondern dass eben über meinen Kopf entschieden wurde, wie das Thema in der Öffentlichkeit aufbereitet wird. So ein Mann nimmt sich das Recht raus, das, was ich erlebt habe, für sich selbst zu nutzen. Es fühlt sich, das war for real sehr eklig, so dreckig an einfach. Und das ist das, was mich eigentlich am allermeisten fertig macht. Ich möchte euch sagen, dass mich das auf alle Fälle immer noch sehr, sehr krass triggert. Vor allem, wenn alle möglichen Leute wieder darüber berichten. Schaut euch gerne Silvis Video dazu an. Ich habe es euch unten in der Beschreibung verlinkt. Viele haben aber halt eben nur noch über UpReds Kontoauszüge, sein Liebesleben und seine Burgie-Sprache geredet. Und ey, ich kann es teilweise ja sogar voll verstehen. Ich habe es ja sogar selbst jetzt in genau diesem Video hier am Anfang humoristisch eingebaut. Und auch Mimi gestaltet seine Videos ja bewusst lustig, damit UpRed eben nicht einfach ungefiltert eine Bühne gegeben wird, sondern sein Bullshit-Gelaber aufgearbeitet, kritisch betrachtet werden kann. Ja. Und genau hier liegt ja der springende Punkt. UpRed einfach ungefiltert labern zu lassen und das Ganze in einer Reaction einfach nur
zu belächeln, ohne zu kritisieren, einzuordnen und so, okay, checke. Das heißt, die eigentlichen Reactions sind gar nicht das Problem, sondern halt die fehlende Einordnung dazu. Get it? Irgendeiner Weise etwas Kritisches beizutragen, bietet ihm ja einfach nur wieder eine Ich glaube halt, langsam wird es an der Zeit, sich einfach mal zu fragen, wann reicht es endlich? Ja. Und darauf hat Mimi in seinem letzten Video ja auch schon hingewiesen, dass man nicht nur auf das Rumgeblödel von ApoRed achten sollte, sondern auf seine Taten. Wenn man dabei die kritischen Punkte in den Hintergrund fallen lässt und das ganze Thema verwässert. Oder glaubt wirklich noch jemand unironisch, außer vielleicht irgendwelche 12-Jährigen, die es vielleicht nicht besser wissen? Das ist halt genau das, was ich eben gesagt habe, dass ApoRed nicht broke ist und nur so tut. Und ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, dass von Anfang an dieser Debatte ganz viele eigentlich genau wussten, was abging und gecheckt haben, dass ApoRed sich in sehr viele Lügen verstrickt und wir. Aber ich würde, also ich habe jetzt natürlich keine Reactions gesehen oder sowas und ich will jetzt auch keine Schuld von mir weisen, aber ich habe so das Gefühl so, dass wir das schon als Community immer so ein bisschen eingeordnet haben. Natürlich halt, klar, uns darüber lustig gemacht haben, aber grundlegend ist halt der Tonus klar, der Typ ist halt ein absoluter Voll, you know it. Und das ging absolut zu weit und man darf das nicht einfach wiedergeben, was er da rausquakt und nicht runterspielen durch seine Meme-Sprache und sein memehaftiges Verhalten, das ist klar. Wir wahrscheinlich keine gefühlten 20 Mimi-Videos gebraucht hätten dafür oder einen Gerichtsprozess. Denn sind wir mal ehrlich, ApoRed war ja schon damals kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Alleine Bumpenprank oder die Sachen mit den Fake-Gewinnspielen und so weiter. Und es gab, ich hatte letztens mal so kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, so ein ApoRed-Iceberg-Video zu meinem Iceberg-Video zu machen, aber es sind so viele Sachen, Alter, die so Surface-Level sind, wo ich gar nicht weiß, was man davon rausholen kann und was nicht, bevor ich da irgendwie rechtlich für abgemahnt werde, aber ich bin mir sicher, dass sowas auch noch kommen wird, weil es gibt halt ganz, ganz viele Sachen, glaube ich, aus früherer Zeit, die noch gar nicht richtig aufgearbeitet worden sind und so weiter und so fort. Ich meine, viele Leute vergessen halt einfach, was für ein Track Record der Typ im Negativen hat, wie viele Scheiße der schon gebaut hat, wie, dass er im Gefängnis saß, dass er diesen Bombenprank gemacht hat, diese Mimi-Speicherkartensituation, Belästigungsvorwürfe, die Gangtour und so weiter und so fort. Also es war schon wirklich echt krass eklig, was seine Laufbahn so angeht. Das muss man einfach mal sagen. Das darf man nicht runterspülen. Und dann stellt sich mir natürlich die nächste Frage. Warum gab es so keinen Support für Silvi und mich? Mhm. Warum hat aber trotzdem halb YouTube Deutschland immer auf die ApoRed-Videos reagiert? Ich glaube halt da, den Punkt spreche ich auch absolut zu. Ich glaube, da ist halt das Ding, dass sehr viele Leute sich halt mit solchen Themen einfach nicht trauen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber viele Leute haben wahrscheinlich Sorge, sich mit Themen der sexuellen Belästigung irgendwie auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich auch eine falsche Scham und irgendwie Angst davor, was komplett unbegründet ist, weil natürlich steht hier volle Solidarität mit den Opfern und vollster Support bei diesen Menschen. Das ist absolut hundertprozentig klar. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade mein männliches Kollegial immer wieder Sorge hat, da irgendwas falsch zu sagen oder irgendwie negativ aufzufallen. Ergo haben sie Angst, diese Thematik anzufassen, was ich komplett falsch finde, weil gerade sowas muss halt publik gemacht werden und man muss dann auch halt den Rücken haben und solchen Leuten halt die rote Karte zeigen und sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, wisst ihr, was ich meine? So, deshalb, ja, ich habe immer das Gefühl, da wird ganz viel mit falscher Angst und sowas gespielt und viele Leute nehmen dann halt die leichte Tour mit und reagieren halt nur auf ApoRed's Memes und machen sich Videos und machen sich halt lustig über die Memes und über seine Sprache und so weiter und so fort. Aber wenn dann schon das ganze Paket, oder? Und warum reagiert man sogar heute noch darauf, obwohl man spätestens jetzt wissen müsste, was alles abgegangen ist? So, jetzt haben wir eine Aufklärungsreihe, wir haben einen Gerichtsprozess. Ja, da hat's den Punkt. Da muss ich meine eigene Strategie dahinter wahrscheinlich auch nochmal beleuchten und ich würde straight sagen, dann lässt man es jetzt einfach sein. So, guck mal, das ist eine logische Schlussfolgerung. Gerade wenn es aus den Kreisen der Betroffenen kommt, dann ist das absolut nachvollziehbar, dass man das dann halt nicht mehr macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil das stimmt schon, so gibt man halt nur mehr Holz ins Feuer und unterfüttert halt diesen Mann, der absolut scheußliche Dinge getan hat und hilft ihm irgendwie, wie sie schon sagt, das Ganze zu verwässern. Sie hat schon einen sehr, sehr guten Punkt. Und to be honest, es ist auch kein Verlust. Klar, ich habe eben gesagt, so ein bisschen auf Meme, scherzhafter Basis, yo, es ist halt easy Money und Fast Reaction Content. Auf der anderen Seite so, wir sind mehr als das, so, wisst ihr, was ich meine? Auf der anderen Seite sollte man es einfach komplett wegignorieren und die Typen in der kompletten Irrelevanz verschwinden lassen, ne? What the fuck? Im besten Fall ist es halt einfach nur Marco, Dummheit. Wie geht's dir? In den meisten Fällen wahrscheinlich auch nur Faulheit, sich zu positionieren und Stellung zu beziehen. Und vielleicht auch so ein bisschen diese dumm. Angst, die wie gesagt nicht begründet ist. Naja. Und in jedem Fall Doppel ist M, es Dankeschön. Vor allem easy Content für den eigenen Ja, plus eins. Hat sie voll recht. Sehr, sehr starkes Video. Und wenn ich es mir jetzt einfach mal dreisterweise rausnehmen darf und das Ganze überspitzt darstellen möchte, während Silvi und ich quasi durch die Hölle gegangen sind und wir uns diesen ganzen Scheiß und Stress mit Gerichtsprozess, Beleidigung und so weiter gegeben haben, haben sich Reaction-Streamer auf unserem Rücken quasi die Taschen voll gemacht mit Reactions und Videos dazu.
anstatt sich vielleicht einfach mal mehr solidarisch zu zeigen. Mhm, weil halt da genau der Content um dieses hochsensible Thema geht und auch Solidarität gegenüber den Opfern auszudrücken, gar nicht behandelt worden ist. Ja, da würde ich auch aus Scham an deren Stelle mein Video nicht gucken, jetzt wo das Ganze durch ist, ne? Aber die Leute, die das betrifft... Ja, hat sie recht. Werden dieses Video sowieso nicht sehen und bis... Ich würde sagen, mich betrifft es zum Teil und ich schaue es mir gerade an und ich teile ihren Punkt. No joke. I guess, Chat, es ist offensichtlich so, dann lassen wir einfach diesen scheiß Upper-Rack-Arc einfach sein, schauen uns den Dreck nicht mehr an und gut ist. So einfach ist es doch, oder? Bis hierhin schon mal gar nicht. Es ist so traurig, aber so ist es halt. Bringt ja auch nicht so viele Klicks, als sich darüber lustig zu machen, wie ein Upper-Rack mal wieder spielt auf dem Tisch hat, ne? Und mal ganz ehrlich, ne? Ich bin eine der wenigen, die sich diese ganzen Upper-Rack-Videos in Original reinziehen musste, wegen diesem ganzen Kriegsprozess, ne? Wo ist eure Ausrede, ne? Ich habe eh keine Ahnung, wie ihr das macht, ne? Ich würde am liebsten Schmerzensgeld beantragen für diese ganze dumme Scheiße, die ich mir gegeben habe die letzten Jahre, wirklich. Und versteht mich nicht falsch, es gibt ja auch super viele, die Support gezeigt haben. Vielen lieben Dank auch nochmal an Grom für die Reaction zu meinem Video. Und so vielen anderen wie Stay, Alpha Kevin, Kaiser, die halt reagiert haben. Einige Creator gehen aber jetzt schon dazu über, nicht mehr auf sein Ragebait zu reagieren. Auch absolut richtig. Also, Ladies and Gentlemen, ich habe gerade gesehen... Na, hat sie recht. Es ist absolut logisch. Ist gut so. Dass in meinen Reaktionsvorschlägen ein Video hochgeladen wurde von dem Allerechten. Und mir wurde jetzt auch vorgeschlagen, darauf zu reagieren in diesem Zusammenhang. Ich habe mir ganz kurz Gedanken darüber gemacht und werde jetzt meine Entscheidung auch mal ausführlich begründen, warum ich das nicht tun werde. Und ich hoffe, dass nach dem letzten Mimi-Video das Ganze ausfällt und irgendwann ein Ende nimmt. Mhm. Und wie gesagt, ich bin nicht Delulu, dieses Problem... Ja, sie hat absolut recht. Carina ist da sehr stramm und stabil unterwegs und ist absolut auf der richtigen Page hier, klar. Ist ja ein systemisches. Der Kapitalismus zeigt sich im Internet halt auch von einer sehr hässlichen Seite. Eben auch, weil das Internet so unfassbar schnelllebig ist. Da könnte man sowieso fast noch ein ganzes Kapitel drüber machen, wie der Kapitalismus nicht nur dafür sorgt, dass Opfer und Minderheiten für Klicks ausgebeutet werden, sondern auch, wie dieser Creator und Creatorinnen selbst krank machen kann. Und in ganz vielen Fällen diese ins Burnout... Ist halt genau, also das, was ich halt eben scherzmäßig gemeint habe, trifft ja tatsächlich so ein bisschen zu. Ne? Es ist halt easy Content, easy money, aber dass es halt genau auf Rücken dieser Leute ausgetragen wird, das ist einfach nicht so wirklich bewusst und da muss man sich mit auseinandersetzen. Finde ich ein absolut gutes Video, auch clever aufgebaut hat. Hier zuerst das Update und dann nochmal hier die Kritik an uns allen. Finde ich wichtig und ich hoffe, dass es auch andere Leute erreicht und diese Leute das dann auch sehen und sich dann selber nochmal hinterfragen, weil das musste ich natürlich auch erstmal tun. Ja, stimmt schon. Und so weiter treibt. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt, ich glaube, das wäre sowieso dann müsst ihr ein mehr schreiben, Chat. Video wert. Und ich weiß, das Ganze wird hier weder alle erreichen, die das betrifft, noch wird es die Meinung aller Creator irgendwie ändern. Aber soll man das Ganze deswegen nicht ansprechen oder kritisieren? Nee, manche Dinge muss man halt immer und immer wieder ansprechen und konstruktiv kritisieren. Und bei jedem Mal verändert sich von ganz wenigen Leuten ein klitzekleines bisschen die Denkweise. Und diese Leute beeinflussen dann wiederum andere. Und umso mehr Leute das sind, umso eher wird das Ganze irgendwann zu einer Kettenreaktion. Veränderung und Umdenken ist einfach ein langer und anstrengenderer Prozess. Und vor allem in der Gesellschaft dauert es, wie gesagt, oftmals ganz, ganz, ganz lange. Aber es funktioniert, das hat uns die Geschichte ganz oft gezeigt. Denn es kann sich immer etwas ändern. Dafür ich bin dumm. Muss man nur ein bisschen was tun und jeder kann sich an der Veränderung beteiligen. Das Ganze betrifft übrigens nicht nur die Creator, sondern natürlich auch euch als Zuschauer. Das Argument einiger Creator von wegen, ja, ich mache halt den Content, den die Zuschauer wollen, ist zwar auch nicht mehr, als sich der eigenen Verantwortung zu entziehen, aber ihr Zuschauer habt natürlich auch einen Einfluss auf das Geschehen, indem ihr zum Beispiel euer View- oder Kommentarverhalten anpasst. Das Ganze ist ja immerhin keine Einbahnstraße, sondern ein ambivalentes Verhältnis. Es beeinflusst sich halt einfach gegenseitig. Sowohl Creator als auch Zuschauer haben nun mal eben Einfluss auf das Geschehen. Das dürft ihr nie vergessen. Und am Ende bleibt einfach nur zu sagen, stop making stupid people famous. Plus eins. Please. Also vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Solche Videos sind ja generell immer ein bisschen anstrengender zu gucken für viele Leute, weil man ja im schlimmsten Fall sich sein eigenes Verhalten ein bisschen selbst reflektieren muss. Ah,
Selbstreflexion, nein. Aber vielleicht bleibt ja bei dem einen oder anderen. No joke, wichtig. Lasst gerne einen Daumen oben und einen Kommentar für den Algorithmus da. Gerne natürlich auch ein Abo. Ihr kennt den ganzen Spaß hier. Und dann freue ich mich auf euer Feedback zu dem Ganzen. Ich bin dumm. So, und im nächsten Video reden wir über Titten. Tschüss. Stark. Starkes Video. Starkes Video, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr starkes Video.